Ich bin heute zu Gast bei den Rednern hier in der Freilichtbühne in Mülheim an der Ruhr, die durch die tolle Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger hier in Mülheim, die einfach die Freilichtbühne schätzen, gerettet ist für dieses Jahr. Und ich bin hier, um mal zu fragen, den Vorstand, wie plant ihr jetzt die nächste Zeit und was habt ihr für sonstige Ideen für die Zukunft? Ja, wir haben natürlich viele Ideen und Projekte, aber Coronavirus hat uns Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es wäre ein Fehler, jetzt einfach untätig zu bleiben, sondern im Rahmen der Möglichkeiten versuchen wir alles. Wir haben diese Mittwochsreihe digital, alle 14 Tage Live-Musik an den verschiedensten Orten. Wir fangen nächste Woche an mit Theater, begrenzte Zuschauerzahl, 100 Besucher, mit Wegesystem, Desinfektionsstation und. Und Biergarten-Eröffnung, also auch unter diesem Eindruck. Wir sind eigentlich bereit für Großveranstaltungen, aber wir glauben nicht, dass dies Jahr das in dieser Form verantwortbar ist und auch durchzuführen wäre. Und das Gelände wird in Schuss gehalten. Wir haben noch verschiedenste Projekte, die wir daneben herlaufen lassen, die jetzt gar nichts mit Veranstaltungen zu tun haben. Und ja, wir freuen uns natürlich über diesen tollen Zuspruch, sind da total dankbar und veranlasst uns zu sagen, dass die Mülheimer Freilichtbühne wirklich im Herzen der Bevölkerung verankert ist. Und ihr habt ja auch erzählt, dass ihr auch wirklich junge Leute mit ansprecht. Das heißt, dass ihr auch viele Leute habt, die auch die Arbeit weitertragen, die auch über lange Zeit. Ja, man sieht bei der Mittwochsreihe digital, das wird von jungen Leuten ausschließlich von unseren Regio Junioren gemacht. Das sind alles Leute, die zwischen 19 und 24, 25 sind, die sich auch in dem Maße natürlich jetzt unglaublich da eingebracht haben in dieses Projekt. Und das ist, wir sind halt alle Generationen vertreten. Und ob vom Kuchen, für die Kaffee und Kuchen, für die Ältere bis zum Mönch Open Air, für die ganz Jungen, haben wir dazwischen, decken wir, und das ist uns wichtig, wie Hans Uwe eben auch schon sagte, unsere Übergenerationen arbeiten aus. Und immer in Vernetzung mit anderen Kulturträgern in der Stadt. Und ihr plant ja sogar schon für die Landesgartenschau 2027. Was habt ihr da für konkrete Ideen? Ja, die Freilichtbühne ist nur ein Teil von dem großen Ganzen. Das große Ganze ist hier der Park an der Dimbeck. 1936 entstanden, ursprünglich gedacht als Ort der Erholung, aber auch Kommunikation. Und dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet. Und so ein Spot wie Internationale Gartenschau 2027 wäre natürlich eine Wertschätzung und Wahrnehmung im kompletten Ruhrgebiet. Denn die Internationale Gartenschau hat ja das Ruhrgebiet in Zuschlag bekommen. Und das gibt uns die Möglichkeit, mittels Leerfaden den ganzen Park wieder erfahrbar zu machen oder erwanderbar. Und es gibt da vier verschiedenste Stationen. Man darf nicht vergessen, das ist ein wunderschönes Alleinstellungsmerkmal dieser Freilichtbühne und des Parks. Er ist direkt in der Innenstadt von Mülheim gelegen, vis-à-vis des Altstadtfriedhofs. Und das ist ein wahnsinnig schönes Ensemble hier. Und es ist ja auch Naturdenkmal und dadurch auch ganz sicher für die Zukunft eine wichtige Garantie für den Bestandsschutz. Auf jeden Fall. Das ist ja auch, was wir bautechnisch wieder hinschauen. Den Bühnenzustand von 1936, wie er gedacht war, mit allen Einbauten, Tunneln, Treppen wiederherzustellen. Das ist natürlich ein mühsames Unterfangen, weil wir Steine hier nicht mehr brechen dürfen. Aber es gibt ja noch einen Steinbruch in Mülheim. Und auch das ist eben zu sagen, 27 ist dieser Ort so, wie er gedacht war, damit er die Erfüllung leisten kann für die Bevölkerung, die damals geplant war. Und die Idee ist gut, die überzeugt uns heute noch. Und ihr habt ja viele, viele ehrenamtliche Mitarbeiter und viele Tausende von Stunden, die Leute hier verwirklichen. Richtig. Ich danke euch ganz herzlich und ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ich bald hier auch wieder was sehen kann. Ja, viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Danke.